zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter World Iceborne zusammen mit Dominik. Hi! Und wie ihr bei mir schon seht, in meinem glänzenden Grün. Wir haben uns auf jeden Fall eine neue Rüstung gemacht und hoffen, dass wir nun nicht mehr so viel einstecken können, denn der Korallen-Poki-Poki hat uns dann doch die Leviten gelesen. Wir haben ihn zwar gefangen bekommen, aber. Das war so ein bisschen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf die Jagd nach Plüschi-Schwarz. Genau. So nenne ich ihn. Er ist plüschig, er ist flauschig und er ist schwarz. Zur Quest aufbrechen. Wuhu! Vor allem, Alter, das musst du dir mal überlegen. Dieses, der Vogel, der kleine Flugsauger, was das ist, mit dem wir eigentlich immer abheben. Ja. Alter, der muss gerade eine kiloschwere Rüstung schleppen. Wenn ich dafür nicht zur Strafe irgendwo wieder beim Monster abgesetzt werde, dann weiß ich es auch nicht. Oh ne, ich werde im Lager abgesetzt. Beginnen wir jetzt die Nachtschatten-Pauline-Untersuchung. Der Top-Auswahljäger der 5. Flotte übernimmt die Führung, während ich. Oh, ich merke gerade, wir sind ja hier in der Wüste. Lass uns den Spähkäfern folgen. Tatsächlich. Okay. Oh, habe ich irgendwie vorhin ja nicht drauf geachtet. Ich habe mir übrigens jetzt mal kurz noch den Nergi-Hammer wieder mitgenommen. Der hat zwar 100 weniger Grundschaden. Ja. Aber ich glaube, damit könnte ich besser Schwänze und so abhacken. Schwänze. Genau, Schwänze. Oh, Videosequenz. Ah. Das Vieh hat uns erstmal ausgenockt. Der ist mal eingeschläfert. Aber jetzt verstehe ich, warum das Vieh Nachtschatten heißt. Vor allem die Musik gerade im Hintergrund. Mhm. So Einschlafmelodie. Vor allem der Witz ist, ich trage schon eine Gasmaske eigentlich. Das ist eine Erleichterung. So, okay, dann sehen Feuer, wir uns ich gleich hab. Bei Chris. Nee, brauchst du ja nicht, oder? Doch. Ja, doch, muss ich ja. Ah, jetzt weiß ich aber, was ich wieder vergessen hab. Mhm. Egal. Egal, bis gleich. Oh, kann sogar die Gruppe nicht mal ändern. Oder ich mach uns jetzt eine Quest fertig. Na, jetzt joinst du ja schon rüber zu mir. Nein, ich muss ja erst aus der Quest raus. Und dann wieder bei dir rein. Na, das wäre jetzt, finde ich, zu doppelt gemoppelt. Außerdem bin ich ja schon auf der Jagd nach dem Mistviech. Ach, das Vieh ist in einer ganz anderen Richtung. Meine Fresse. Ah, ich kann auch einfach so reingehen. Sehe ich gerade. Läuft. Na gut, weil wir ja so schon in der Gruppe sind. Ja, eben. Kreis spammen! Ach, da lang. Dieses Geklimper der Rüstung, Alter. Oh, Barator.
Dun, dun, dun. Wurde angepasst für Mehrspielermodus. Yay. I am on the way. Da ist das Mistviech. Ach, es kommt gerade wieder zurück. Na, sag mal, wo will das Vieh denn lang? Jetzt ist es wieder an der Stelle, wo man das zuerst gesehen hat. Okay, es soll direkt vor mir sein, ich sehe es aber nicht. Ach, weil ich hier eigentlich schlafen muss. Hä? Das Vieh schläft. Moment, erstmal Spuren sammeln. Für den Ökotyp. Wo ist das denn? Ach, da! Ich prügel mal drauf. Warte, warte. Bereit? Und Feuer frei! Ja, ich hätte ganz gerne drauf gehauen. Ja, sorry. Haben wir eigentlich eine Schlafresistenz auf den Rüstungen? Ich glaube nicht. Oh. Ja, haben wir wirklich nicht. Okay, ich garantiere dir, der Angriff hätte wahrscheinlich ge-one-hitted. Aber trotzdem hat er ordentlich Damage gemacht. So wie ich. Mit dem Crit. Ah, oh. Ah, wir halten wieder was aus. Oh, ist das angenehm. Oh, ist das wieder angenehm, ey. Oh, scheiße, ich bin schon wieder in die Schlafwolke gerannt. Ich mach mal ein Nickerchen. Ja, bei mir auch. Ah. So ein Schläfchen tut doch gut. Boah, come on. Alter, du blöde Drecksau. Hier geblieben. Ah, fuck. Damit kann man es leider nicht rundholen. Nee, leider nicht. Aber merke, du kommst jetzt langsam mit der Klaue klar. Man merke, ich komme mit der Klaue klar. Ja. Kannst du das ein bisschen hier hinlocken? Ja, warte mal, vielleicht kriegen wir. Bams! Kommst du? Ja, hier zu mir, meine ich. Der, es liegt gerade auf dem Boden. Achso. Deswegen meinte ich ja. Weil, wie gesagt, wenn du Dings hast, hier sag schon. Ach, hier könnte ich glaube ich auch noch rutschen. Ich ja. Weiß nicht, wie es gestunt wurde. Ich weiß nicht. Nee, egal. Übrigens, Gift. Oh, schön. Jupp, bin drauf. Jupp. Und ist vergiftet worden. Na komm, Katzen. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst helfen. Na, dann holt's mal runter.
Bams. Yeah! 217. Wollte ich jetzt nicht. Au! Ui. Aua! Keine Ahnung, was da gerade explodiert ist. Weiß ich auch nicht. Immer rauf! Bams! Alter! Irgendeiner schießt hier mit Feuer auf uns! Weißt du, wie angenehm das auf einmal mit der Kackrüstung ist? Oh ja, du sagst es. Hätten wir das mal vorher gemacht? Ja, wir waren ja eigentlich der Meinung, dass man mit den Rüstungen, die man im Endgame vom normalen Monster Hunter sich machen kann, eigentlich mit den Anfangsmonstern klarkommen sollte. Ja. Holt ihr noch mal so ein bisschen zu mir? Ja? Einfach bei mir stehen reicht auch. Ja, bleib da stehen, bleib. Ich sagte, bleib da. Aua. Du hast mir gerade fett eine reingegeben. Das war ich nicht, das war Paloma. Paloma, sagst du? Palümchen. Da ist aber jemand heute aufgebläht. Bring mir Activia. Alter, bei dem Move, den er gerade gemacht hat, bin ich trotzdem dran geblieben. Ja, ich eben auch. Au, das hat gesessen. Ah, ich höre die Katzen. Hey, ich höre die schon die ganze Zeit. Aber die wollen irgendwie gerade nicht. Hey, what the fuck? Und gerade nicht wirklich helfen, die Viecher. Jetzt nochmal mitten in die Fresse! Ach, scheiße! Oh, natürlich. Er hat mich wieder durch die Wolke gejagt. Nein, Kacke! Mann, Nickerchen. Ja, die scheiß Dingswolke ist da immer noch. Gestunt? Jetzt aber hol ich dich von oben runter. Bams. Oh, geil. Und jetzt helfen die Katzen. Ah, oh, scheiße. Die Wolke. Na, ich seh gerade. Schläfst den Schlaf der Gerechten. Immerhin etwas. Hey! Du taut eiskalt ab? Oh, meine Schärfe. Ja, meine auch. Die geht langsam auch so ein bisschen. Alter. Weg. Na, meine ist mittlerweile grün gewesen. Ja, meine ist auch gerade grün. Jetzt ist sie wieder blau. Ich weiß, ich kann das nicht oft genug betonen, aber es ist angenehm. So oh zu spielen. Ja. Ja, genau, bleib da, Paolo, bleib da. Vinny Rindo! Ja, bin drauf. Oh, super. Sagen, halten da schön in der Nähe, dann wird da ein bisschen mitgebrutzelt. Hat dich dezent versucht runterzuschmeißen? Ja.
Bam! Ah. Schaden leider nicht vernünftig drücken können. Wow. Ich habe auch Nummer 1 auf die Schnauze gegeben. Oh, das ist so angenehm mit den Ohrstöpseln. Ab sofort nie wieder ohne Ohrstöpsel. Bam, auf die Fresse! Junge, der dreht hier aber gerade frei, Junge. Okay. Und ich hab mich gerade so aus der Gefahrenzone gerettet, Alter, indem ich an das Vieh rangejumpt bin. Ja. Natürlich setzt mich dann mitten in der Wolke ab. Aber hey, ich schlaf trotzdem nicht. Was ein Lacker du bist. Hey, wir sind gerade mal 17 Minuten im Spiel, Mensch. Wow, und sind noch nicht einmal gestorben. Ja. Krepiert. Das wäre jetzt so der Burner, Alter. Ah, ich hab noch eine Schockfalle bei. Halt, viel lebt mir immer noch zu stark. Ja. Wir sind ja hier jetzt auf der richtigen Fläche. Machst du uns ein paar Crits? Oh, ich versuch. Immer ins Gesicht. Bams! Das hat immer noch einen Schein gelassen. Dann mache ich uns nämlich den Damage. Ja. Du weißt ja. Und am Schwanz kannst du. Ja gut, du kannst momentan, glaube ich, bei Vieh überall. Yep, hab's. Gut. Lässt mich gleich am Kopf meine Kreiskombo durchziehen. Ja. Ey, jetzt hast du ein neues Stunt. Ja, hat mich optimal getroffen. War das? Nö, scheinbar nicht. Oh ja, das Vieh sollte jetzt, glaube ich, gleich. Warte. Bitte hau jetzt nicht ab. Ah, hast du Beruhigungskapseln bei? Ja, zur Not, ich hab hier ohne. Nee, hab ich leider nicht. Warte, ich hab. Zwei Stück. Ey, was? Das Vieh frisst ja immer noch. Und dann wird sie killt. Nee, das muss ja im Totenkopf drüber haben. Ach so, na gut. Ja, weil ich unten die Anzeige nämlich gesehen habe. Und das ja humpelt schon. Oder ne, doch ne. Läuft, Alter. Wie frisst mehr als gedacht. Palumo!
Keine Ahnung, was es da gerade gemacht hat, aber es hat mir nicht gefallen. Keine Ahnung, mir egal, ich konnte eine Kreiskombo machen. Keine gute, aber es war eine Kreiskombo. Na, das war, daran wollte ich doch ja nicht. Ich wollte die Schleudermunition. Friss die Schleudermuni! Upsala. Und frisst die Schleudermuni nochmal. Bam. Jetzt drück, ruf, was du kannst. Oh, ich hab gerade meinen Schwanz abgetrennt, glaube ich. Ne, doch nicht. Ist bloß angebrochen. Wir haben uns auf jeden Fall auch ein paar Crit-Spots gemacht. Jetzt will aber abhauen. Ja, ich habe nur noch eine Beruhigungsbombe bei. Nee, doch gar nicht. Ja, eine Falle könnten wir machen, aber ich habe keine Beruhigungsbombe mehr. Nein, dann machen wir ohne. Also wir massakrieren das Ding ja richtig. Oh ja. Ah, jetzt nicht mehr, schade. Ja, ich komm nicht ran. So. Oh, Palomo Cortex. Wobei, warte, dann hol ich und. Hast du noch eine Schockfalle? Kann ich noch schnell eine kreieren. Herstellungsliste. Dann... Schockfalle. Bam. Gut, dann hol ich uns nämlich da eben kurz die. Betäubungs. Gut, alles klar. Ich folge dem Vieh mal zum Nest. Wenn ich noch welche habe, ist die Frage. Und so musst du gucken, ob die vielleicht herstellen kannst. Erstellungsliste. Bombe. Gut, also liegen. Wie viele kannst du machen? Ich habe jetzt erstmal 14 gemacht. Na denn. Komm einfach zum Nest. So, bin unterwegs. Wo ist denn das Nest? Ach, da oben. Recht dicht, also da ja. Ja, dann, ne? Ja, dann. Hallo, Barator. Ich stelle mir schon mal in der Nähe hin. Ich hoffe jetzt, die blöden Katzen machen nichts. So. Komm ganz schnell her, ich platziere jetzt die Falle. Ja. Hast du ausgewählt? Gut. Ja, ja. Yeah! Daten gesammelt und Mission abgeschlossen. Ja! Yeah. Yes! Oh, ich hab wieder Spaß am Monster-Hunter! Wuhu! Naja, ist so was. Und ganz ehrlich, wir haben es sogar mal innerhalb einer Folge geschafft, ohne zu überziehen. Genau. So. Okay, was haben wir? Dichtpelz. Starkknochen, dicke Flügel, Knochen, Starkknochen. Cortex.
Scherbe, Cortex, Scherbe. Scherbe, Beiflügel, Scherbe. Stein, Starknochen. Machtsam, ne? Ja. Krisen, Diese Generation verstärkt die Fähigkeit der Wiederbelebung. Ui, es ist nicht schlecht, ja. Dafür brauchst du erstmal einen Slot, wo du auch vier reinpacken kannst, ey. Yay, ich bin im Jägerrang aufgestiegen. Yay. Es wurde eine Arena-Quest hinzugefügt. Was gefällt? Rückenspeck-Experte. Rückenspeck-Experte, ey. Ich mag die Übersetzung. Oh ja. Ich bin gespannt, ob es jetzt kleine Cutscene geben wird oder ob wir die Folge dann ganz gemütlich beenden können. Eine Cutscene? Ja, eine Cutscene. Ach so, der redet nicht. Ja, ja, sage ich. So, links, ja, kannst du mir wissen, was er arbeitet. Bariot Sichtung in der Rauchreichweite, okay? Ey. Ich glaube, das war vielleicht das Vieh, was ich meinte. Ich helfe gerne aus. Ja, könnte sein, der Barrierrad. Aber gut. Bevor wir uns dem neuen Monster stellen, würde ich meinen, beenden wir an der Stelle hier die Folge, wa? Bevor wir das machen allerdings, gehen wir erstmal Fashion angucken. Ja gut, stimmt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist elementarer Bestandteil dieses Spiels, Fashion. Hm? Ich möchte schauen, wie meine coole Jägerin in schön pelzige Ausrüstung ausschaut. Rüstung. Oh. Ratian, Anjana Z? What? Okay. Meisterrang Anjana Z? Ja, gut. Bruder muss los. Bruder muss ganz. Oh, ich glaube, der kriegt gerade einen Orgasmus. Ja, ey. Alter, wie... Oh, warte, ich schick dir gleich ein Bild, Alter, wie geil sieht die denn aus? Warte, ich tu mal die Farbe weg. Standardfarbe. Oh, selbst in Standard schaut die so Bruder muss los. Ja, also die Angenat-Rüstung, die hat schon was. Ja gut, Ratian sieht aus wie immer. Ratian Herz. Ratian Herz. Ach so, Ratian Herz. Ach, roter Ratian. Paluma Set, naja. Aber die, Nachtschatten Set, ja. Fürs Mädel schaut das ganz knuffig aus. Ist jetzt nicht Bahn. Unbedingt so. Ist jetzt so nicht so viel mehr, aber. Fancy. Ich muss ja sagen, ich finde Barnset auch nicht schlecht. Ja. Go, 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 Power Rangers. Der folgende, der erinnert mich eher so ein bisschen so an Doom. Ja. Oh. Doom Eternal, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt... Wir müssen Anjanat jagen, Ich beende auf jeden Fall erstmal hier die Folge, bevor Dominik hier mir die Ohren voll stöhnt, was echt abartig ist. Aber ja, das kann wohl wirklich sein. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst es uns doch gerne sehen, indem ihr bewertet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao. Tschüss.